Ganz ruhig, Großer. Du willst gar nichts von mir. Hoffe ich. Das heißt, wenn die Überwachungskamera mich ins Visier nimmt, nimmt auch der mich ins Visier, oder wie muss ich das verstehen? Ich dachte, der beschützt nur die Little Sisters. Wobei der jetzt auch keine hat. So, was haben wir denn jetzt hier unten noch? Irgendwas Interessantes? Dringt sogar bis in die Finsternis hier unten. Vater, warum hast du mich verlassen? Wahrscheinlich, weil du durchgeknallt bist. Eine Rohrzange. Hallo. Photographer's Eye. Okay. Okay. Ja, jetzt könnte ich noch mal einen Körpertonika-Slot brauchen. Oh. Holy crap! Was haben die da jetzt gemacht? Hehehe, ihr seid lustig. Echt jetzt. Das heißt also, die Bienen machen in erster Linie. Sorgen in erster Linie für Ablenkung. Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch interpretiert? Wie viel Schaden haben die ja jetzt nicht genommen? Was haben wir hier? Ah, okay. Haben wir irgendein anderes Plasmid, das sinnvoller ist? Nein, nicht wirklich. Wow! Ich dachte doch gerade, kommt das denn her? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Vielen Dank. Aber hier ist auch gefährlich. Jedes Leck ist ein Warnsignal.
Signalrad entgegen jeglichen Wassereintritt. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Dann habe ich jetzt tatsächlich wieder ein bisschen Orientierung. Habe ich das? War hier nicht irgendwo ein Big Daddy? Au! Wie nett von meinem eigenen Geschütz auf mich zu schießen. Also, ihr wisst, was ich meine. Du hast keine Little Sister? Langweilig. Was haben wir hier unten? Eve-Link 2. Cool. Wow. Okay, probieren wir es. Weiß nicht, wenn diese Nadel im roten Bereich steht, habe ich immer Angst, das Ding von Hand zu hacken. Dabei ist es ja irgendwie gar nicht mal so schwierig. Ein paar Verbandskästen. Und hacken auch noch das Ding hier. Also. Wie wird denn diese Schwierigkeit berechnet? Das ist doch jetzt deutlich schwieriger. So. Was hast du für mich? Antipersonenpistolenkugeln. Das klingt gut. Und das Explosivschrotgewehr. Ja, so wird's sein. Wow. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass sie durch mein Geschütz durchrennt. Ah, oder durch meine Sicherheitskamera. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und jetzt kommt das Raketenwerfergeschütz dazu. Wow. Da ist ja ganz schön was los. Guten Tag. Hypnotize Big Daddy, wenn ich das jetzt dabei hätte. Tja. Oh, was passiert eigentlich, wenn das RPG geschützt und Big Daddy trifft? Greift dann der Big Daddy auch mich an? Jetzt greift er nicht mich an. Das ist schon mal gut. Jetzt könnten wir aber doch einfach kurz... Ich meine, das Ding hier ist ja sowieso nutzlos. So, das ist doch einfach mal so. Und dann... Das ist doch ganz lustig. Das habe ich jetzt nicht schon früher gemacht. Das ist unsere Art zu leben in Venture. Was klickt hier eigentlich die ganze Zeit so? Geschützt, das die ganze Zeit an- und ausgeht. Was soll das hier eigentlich? Autsch. Ich werde mit der Rhein auffallen,
Komm, ihr kriegt das hin, oder? Kriegt ihr das hin? Ja, so auf jeden Fall. Tralala, dann holen wir uns doch noch kurz ein paar Eve-Spritzen, weil ich habe gerade gesehen, dass die leer sind. So. Bleibt der, wie lange bleibt der eigentlich an meiner Seite? Vater, warum hast du mich verlassen? Wer weiß, wer weiß. Wieder so ein Ding. So. Was haben wir hier jetzt noch? Ist da noch irgendwas Besonderes oder warum ist das hier so gut verteidigt? Der ist jetzt wohl nicht mehr auf meiner Seite. Nein, der ist gelb. Okay. Muss man ja wissen. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Da hat er jetzt wohl von Little Sisters und Big Daddies gesprochen. Eines der Mädchen kam und setzte sich auf meinen Schoß. Ich habe sie weggestoßen und geschrien, hau ab! Ich sehe, wie ihr das Adam grün und dickflüssig aus dem Mundwinkel quillt. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängen. Die schmutzigen Klamotten. Und dieses tote Glimmen in ihren Augen. Da empfinde ich Hass. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitterbösen Zorn. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist, das ich hasse. Runter von meiner Bühne! Schnauze. Was? Was? Was habe ich gehört? Hast du? Was? Bist du denn? Was? Was? Quatsch mich mal von der Seite an. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Muss ich da lang? Na, na, na. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber die Antipersonenmunition ist einfach geil. Gibt nichts Besseres.